Und damit wieder mal ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge 7 Days hier aus unserem kleinen Reich. Ja, so klein ist es nicht und macht eine ganze Menge Arbeit, das zu bebauen. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ihr seht, ein ganzer Ingame-Tag vergangen. Ich war ein bisschen kreativ. Zum einen habe ich hier einen Großteil der Mauer schon mal fest und stabil gemacht, so dass wir sagen können, hier ist erstmal etwas Ruhe. Mal schauen, wie lange. Mal sehen, wo sie als nächstes angreifen oder wo sie als erstes angreifen. Und eins habe ich noch offen und das möchte ich mit euch gemeinsam machen. Und zwar unseren Eingang zu unserem Stollen. Das Tor ist ja da, also eigentlich ist es hier sicher. Endlich hier durchstopfen muss viel passieren. Aber besser ist besser. Ja, dann habe ich uns hier den Eingang gemacht mit dem Bogen hier. War ein bisschen Gespiele. Dann machen wir den mal noch fertig. So. Und jetzt kommt der große Moment. Ich weiß nämlich noch nicht, sind wir gleiche Höhe. Es sollte gleiche Höhe sein. Wir machen gemeinsam den Anstich. Wenn alles gut geht, kommen wir drüben so raus, dass wir... Ich sehe zumindest unser Schmelzbereich bzw. unseren Arbeitsbereich. Bis zum letzten Moment. Einen haben wir noch. Komm. So. Zumindest sind wir ungefähr auf gleicher Höhe. Nun wird es spannend zu sehen, ob wir hier halbwegs auf einer Höhe sind. Ah ja. Mal sehen. Zumindest passt das so halbwegs. Denn rein und raus rennen und gucken, welche Höhe ist es drinne. Bis ich hier drüben war, habe ich wieder vergessen, welche Höhe das war. Umso mehr freut mich, dass wir das jetzt so weit haben, dass es passt. So. Sprich, wir haben unseren Durchbruch. Ich muss nicht mehr durch den Keller durchgehen. Wobei, ich kann durch den Keller durchgehen, dann kann ich mich nämlich hier anschleichen. Da muss ich mal noch sehen, wie ich das veranstalte, dass ich hier einen Ausguck mache oder irgendwas, dass ich unbemerkt von innen die Schreierin bekämpfen kann. So, mal das noch weg. Und ich weiß noch nicht, mache ich das hier komplett Beton als Röhre oder die Ausdauer. So. Gib uns mal richtige Blöcke. Da. Dang, dang, dang. Oh, da ist noch krumm aus. Vielleicht lasse ich das auch einfach so. Ja, das sieht so eckig aus. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Vielleicht mache ich auch so einen Bogen. Müssen wir mal sehen. Also wir kommen auf jeden Fall hier rein. Noch eine Klappe einstecken? Nee. Oh, guck mal wieder. Diamant. So schnell kann das gehen. So, wir sind hier. Wir haben zumindest Sprit fertig. Wir können wieder auf Reisen gehen. So, Munitionsvorbereiten. Wie schaut es hier überhaupt aus? Ich habe hier mal 500 Pfeilspitzen aus Stahl. Mal gucken, wie das läuft mit den Stahlpfeilen. Eisen. Haben wir noch ein bisschen Eisen, was wir einschmelzen können? Jawohl. Haben wir. Na komm. So. Das kann durchlaufen. Hier haben wir noch ein paar Hülsen. Ja, Blei. 8 Minuten 52. Na komm. So. Die können raus. Ich glaube, Zement ist wohl eins der Dinge, die ich mit Fug und Recht genug habe. Also da muss ich nicht geizen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Sand. Na gut, Sand kommt ja automatisch zusammen. Das lassen wir mal noch hier drin. Das lassen wir mal drin. Da. Zack. Haben wir.
Ich irgendwas vergessen, ja. So, Munition. Wir haben Hülsen. Ja, uns fehlen halt die Geschossspitzen. Ha, und Kupfer. Messing müssen wir auch besorgen. Aber okay, es läuft erstmal. Ihr seht, passiert ein bisschen was. Auch hier. Der Mischer hat sich schon mal bezahlt gemacht. So. Ich will es aber nichts mehr aufwerten. Oder erstmal nichts. Also packe ich das mal hier rein. So, Stein hier drin. Einmal schön machen, bitte. Da. Gut. Das haben wir. Prima. Ihr seht, es passiert was. Ja, schön machen. Wie gesagt, aus allem anderen. Hier oben. Habe ich mal ein Loch gelassen, da will ich, möchte ich noch so einen Geschützturm draufsetzen. Ich hoffe, der Händler hat sowas noch. Müssen wir direkt mal schauen. Und den möchte ich dann mit Batterien anschließen. Wir haben ja jetzt gesehen, wir können Batterien laden. Müssen wir mal schauen. Ich möchte ungern dort unbeobachtet die ganze Zeit den Generator laufen lassen, weil da macht ja auch Krach. Müssen wir mal schauen. Was ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist, was kosten uns denn Batterien? Können wir vielleicht selber welche herstellen? Batterie. Batterie für Autos. Einser. Säure. Oh, das ist teuer. Blei. Ja, mehr Autos. Mehr Autos schrauben. Gut, was wollte ich? Die Taschen leer räumen. So. Knochen. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Wasser, damit ich noch ein bisschen Knochen. Also, da muss ich ja wieder rüber. Seht ihr? Das ist das. Das rüber und überrennen, aber das habe ich mir nun mal so selber eingebrockt. Stahl dorthin. Ja. Gras dahin. Auch hier, Beete. Oh, hier. Supermais. Da wollte ich mal doch den Supermais setzen. So, was haben wir denn noch? Rezepte. Ich wollte Stahlpfeil bauen. Ich brauche Kunststoff. Und halt, wir haben doch... Nee, da Chemie. Wir haben doch genug Plaste mitgebracht. Wie viel waren das? 2. Dann würde ich der Werkbank einfach mal sagen, du machst uns jetzt mal ein paar Stahlpfeile. Nee, da. Mal schauen, wie gut die sind, was die können. Ob wir damit besser zurechtkommen oder nicht, werden wir sehen. Holz da hoch. Achso. Haben wir denn noch Wasser? Kommt einfach nicht hinterher. Jetzt haben wir noch 8-mal Wasser. Das ist doch nur 8-mal Leim. Das lohnt sich doch gar nicht. Ich hatte noch einen Tausammler gebaut gehabt, um aufs Dach gestellt. 15 Minuten. Ja, ja, das ist die Zeit, die wir unterwegs sind. So, einschalten. So, kann das machen. Und wenn wir wieder da sind, kümmere ich mich mal drum. Halt so rum. Um den Leim. Die Beete. Ja, mach. Ich vergesse es doch wieder. Das ist wie 1000 Sachen. Aber ich möchte es mal hier raus. Weil irgendwie drehe ich mich langsam durch. Da. Diamant hier hoch. Gut. Also wir haben Munition. Haben wir Pfeile. Wir haben noch ein bisschen. Ich kann noch mal ein bisschen Kaffee extra mitnehmen. Vorsichtshalber. Messer. Das Nähzeug, das so summiert sich bei mir auch extrem. Auch hier, die Pasten. So, hier haben wir Essen, Nähzeug haben wir, Honig haben wir. Ja. Nagelpistole lasse ich mal hier, die brauchen wir jetzt unterwegs nicht. Jupp. Hier, die muss ich mir mal reparieren. Nahkampfschaden 16,4. Wo habe ich denn unsere Schraubzwinge abgelassen?
Ah. Die Ratsche dann besser. Gucken wir auch später. Hier ist übrigens die Klappe. Gut. Hier läuft alles. Hier laufen die Pfeile durch. Hier kocht. So. So, ein bisschen Geld möchte ich auch noch mitnehmen zum Händler. Ohne Geld kriege ich nichts. Vielleicht will er die Dinger ja haben. Hier haben wir leider nicht genug Plätze. Und hier. Ja. Können wir so brauchen. Wir finden bestimmt genug davon. Ja. Ach so. Seht ihr? Wenn wir mal das neue Tor nutzen. Auch hier möchte ich mal sehen, dass ich hier die Automatik hinkriege. Ja, wir brauchen da noch ein bestimmtes Buch, oder? Stahl, Doppeltür, Stahlkeller. Was braucht man? Elektriker. Aber mal einen Punkt in Elektriker geben. Ist das hier? Henker. Lerne Schlagstöcke effektiv setzen, Opferleistungsgefecht, das Gefecht. Niederspannung, Elektroschocker. Finde mehr Schlagstöcke und Teile in der Beute. Welche sind denn die Elektriker? Robotik. Hm. Das ist jetzt die Frage. Das nicht. Ingenieur. Bergbau und Betonmischer werden Gegenstände schneller hergestellt. Mehr über den elektrischen Fallen. Tja. Hier steht was mit elektrischen Geräten. Aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Ja, wir haben so viel schon gefunden, aber nicht das, was wir eigentlich brauchen. 4 Punkte haben wir. Das ist eine Gewissensfrage. Besser verhandeln. Irgendwann kriegt man bessere Preise. Ich gebe hier mal schon mal einen Punkt. So. Und ansonsten, Revolver reicht mir erstmal so. Maschinengewehrschütze. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Jagd. Ja, das, was wir an Tieren erlegen, sollte reichen. Hier mal noch ein bisschen rein und hier noch was in der Heilung. Gut. Tor ist zu. Ja, schon wieder schlechtes Wetter. So. Mal schauen, ob der Händler vielleicht einen Pistolengeschützturm hat. Der in der Falle, den möchte ich drüben lassen, in der Blutmondbasis. Weil der hat eigentlich gute Dienste geleistet. Ja, ich hätte jetzt die Magnum mitnehmen können, etc. alles, aber puh. Howdy, how are you today? Howdy. Well, slap my toolbox and call me a mechanic. Boom. Nur ein Schrotflinten. Schade, ich hätte gedacht, wir finden eine Pistolen. Bewegungssensoren haben wir ja schon. Ja, hier nicht. Aber vielleicht will er das haben. Come back soon. We restock often. Ja, ja. Okay. Haben wir hier noch irgendwas drin, was uns jetzt über den Tag retten wird? Zinjuka-Smoothie. 22 Nahrung, 11 Gesundheit, 78 Wasser. Ja, Wasser ist noch voll. Oder Tee, Wasser 24. Ja, eigentlicherweise brauchen wir nicht. Wir nehmen mal noch so einen Zuckerhintern mit. Ja.
Dann lasst uns mal losziehen. Wir haben hier eine Mission angenommen. Stufe 4, abholen, säubern. Puh. Ah ja. Wird schon irgendwie wehtun, oder? Nie. So, zack. Ich schaff's immer wieder. Vorne rein, hinten raus. Unglaublich. So, getankt ist. Gespritzt sollten wir haben, um hinten zurückzukommen. Bin ich ja gespannt, was uns diesmal erwartet. Und nein, ich habe mich diesmal nicht vertäuscht. Das ist schon eine Vierer-Mission. Wir gucken uns die mal hier in der Wüste an. Und wenn das gut klappt, können wir ja vielleicht mal schauen, ob wir dann so eine Vierer auch im Schneegebiet anfangen können. Ah, das war schon eine witzige Sache. Oder vielleicht, dass wir wenigstens im Schneegebiet eine Dreier machen können. So ein bisschen Holz habe ich. So Schraubenschlüssel brauche ich gerade nicht. Schaufel brauche ich gerade nicht. Die kann ich mal hier reinpacken. So. Also Schaufel hier rein. Schraubenschlüssel, wo habe ich denn da hingetan? So, Spitzhacke. Lass mal. Messer. Naja, das brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Spitzhacke, wenn wir einen Tresor finden. Die Waffen, ist klar. Pfeile haben wir. Ja, ich habe unterwegs einen Kojoten umgefahren. Tut mir ja leid. Ganz schrecklich. Oh, ich habe keine Verbände mitgenommen. Ich bin doch ein Depp. Aha. Naja. Baumwolle werden wir jetzt hier ja nicht finden auf die Schnelle, oder? Wir können sie uns erstmal angucken. Wegrennen kann ich ja immer noch. Dieses soll es sein. Ein Vierer vor allen Dingen. Gucken erstmal. So. Ich weiß nicht, dass es mittendrin kaputt geht. Das ist, wäre ja schade drum. So. Geladen ist es. Naja, notfalls muss ich halt die großen Verbände nehmen. Ist das neu? Also dein Name sagt mir was. Und liegen lassen brauchen wir nicht. Ah, die Frage ist, vom Aufbau her, gerade mit der Säule, ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das in der vorhergehenden Version hatte. Das wohl so ein überarbeitetes. So, Knüppel ist da. Jetzt, wo wir hochgehen. Blöcke haben wir, um uns zu retten. Ja, komm. Wir sind noch nicht mal richtig da, kommt schon der Erste und nervt. Na komm, nochmal her. Jetzt, wo wir ihn wieder treffen. Jawohl. Wird noch gleich der ersten Geier kommen, oder? Bleibt richtig. Ja, bestimmt, dort oben ist der Zaun umgekippt. Hallo? Oh. Ja, mal. Ruhe. Da. Ja, schon mal weniger. Können wir mitnehmen. Ich habe das Gefühl, es werden hier echt jeden Moment die Geier kommen. Und hier runter heißt doch wieder
hab so meine Probleme mit den Dingern. Mich bei mir leider. So. Ein. Nichts, was mich hier behindert, will bleiben. Ja, Knüppel in der Hand. Hey, habt ihr das gesehen? Durch die Tür durch hat er mich geschlagen. Durch die Tür durch. Bleib stehen. Und bleib doch mal stehen, du Zappelpeter. Geht doch. Eine Pfeile wieder her. Ich halte mich nicht genug mit. Naja. Das erste hat ja schon mal gut geklappt. Ach, dass er mich durch die Tür durchgetroffen hat. Vielleicht habe ich ja Glück und finde ein paar Verbände. Das kannst du liegen lassen. Das kann sich mal rausschmeißen. Das Gemeine ist, hier weißt du halt nicht. Tasche. Nochmal Knüppel. Naja. Du kannst dir halt nicht sicher sein, dass nicht doch einer aus der Wand rausgeschossen kommt. Ja. Rüstungsteile sind gut. Wenn hier was ist, wenn du hier um die Kurve kommst. Na super. Da ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Bücher. Naja. Wenn wir Fahrzeuge, warum ich das nicht finde, was ich gern hätte. Nochmal Fahrzeuge, nochmal Sturmgewehre. Wir haben hier so viel Sturmgewehr gelernt. Aber die wichtigen Bücher des Lebens sind nicht dabei. Ja, schön vorsichtig. Ich hoffe ja, wir kriegen das etwas entspannt in einer Runde hin. Und Quatsch, raus damit. Auch das hier kann raus, das scrappen wir. Ja, Kaffeesamen, mal schauen, den kann man immer noch rausschmeißen. So. Warum muss der Tisch gerade so viel sein? Hier rum, fahr. Das wird eine Flucht. Das ist ein Geräusch. Hier ist keiner. Ist doch potenziell. Hacke kaputt.
Hallo? Bricht ihr das ganze Dach jetzt zusammen oder was wird das jetzt für eine Aktion hier? Rum. Sorry, wenn ich so ein bisschen angespannt bin, aber ihr wisst ja, man will nicht sterben. Und Frauen natürlich auch nicht. Nochmal hoch, damit ich dich richtig treffen kann. Solange sie nicht grün sind und nicht rennen, bin ich höchst zufrieden. So. Da nicht, da. Da könnte jemand rauskommen. Mal gucken, ob wir das hier entfernen können. Nicht, dass ich ja Stolperfallen habe. Hier. Entriegelt. So. Kenner. Wartezimmer. Ist auch keiner. Ich brauche, ja, Messing nehmen wir trotzdem mit. Blablabla. Alles, was uns das Leben schwerer machen kann, mache ich mal weg. Medizin. Aber können wir wenigstens einen Verband machen? Erstmal auf Rezepte, Verband. Fertige. Und dann kann ich aus den Dingern Erste-Hilfe-Verbände. So, seht ihr? Schön, wenn man immer alles mitnimmt. Das kann mal raus. Dann nehme ich mal vorsichtshalber eine. Und ein hiervon. So. Verbände hier. Pilzsam. Ja, rausgeschmissen ist dann schnell. So. So eine Sache hier. Dann bleibst du da potenziell hängen und tust dir weh. So, setz mal den Block rein. Mach mal deine Leitern wieder. Immer noch ein Geier? Nee. Tada. Oh, der Arme. Hier natürlich wieder reinkommen. Parcours ist was Schönes, wenn du dann auch noch springen kannst.
heißt Kellner? Hier sind wir rein, ne? Hier rein, da raus. Also das auch noch weg. So. Kaffee. Nehmen wir mal noch einen, vorsichtshalber. Was Kleines zu essen. Das hier. Papier kann raus, das kann raus. Das kann auch raus. Ja, mal gucken. Och, sind wir nicht richtig drin im Haus. Oh je. Und da bestimmt gleich rechts, links innen raus gescheppert, oder? Tür? Gibt's. Ja. Ja, komm, mach mal die davor, das reicht auch erstmal. Ja, wir gucken uns mal um. Robotik. Robotikhammer 5. Fahrzeugfertigung. Ah, die Dinge, die wir nicht nutzen können. Naja. Notfalls schmeiße ich die einfach raus. Dann lassen wir es erstmal hier hinten. Loskämpfen. Geh weg. Ich will nicht an dir hängen bleiben. So, hier raus, links rum. Na gut. Und bin ich jetzt erschrocken. Ich hab zwar mit gerechnet, aber das Geräusch kam aus einer Richtung, in der ich es nicht erwartet hätte. Wie ist das mit der Anspannung? Cool, wa? Kann man dann scrappen? Stoff. Nähzeug. Da ist nichts. Komisch, dass es so ruhig ist. Ich hätte ja erwartet, dass hier überall welche sind. Ich finde sie doch nie wieder raus hier. Hier rum, da rum. Das wäre das Zimmer. So, dann gucken wir hier mal. Ist verschlossen. Das ist hier, wo wir gerade gewesen sind. Verschlossen, verschlossen. Da was? Doch. Wie war das? Wenn was aussieht wie eine Rattenfalle, ist es meistens eine Rattenfalle? Ist jetzt nichts Grünes. Also von daher bin ich noch entspannt. Wobei da ist ein Tresor, den kann ich mir ja merken.
Ja. Das ist nur in Gammlischer. Oh ja, ich erinnere mich an die Hütte. Ich erinnere mich dran. Ist zwar lange her. Nein. Aber ich erinnere mich ganz doll dran. Aus der vorhergehenden Staffel. Jetzt? Ja. Bis jetzt noch nichts Grünes dabei, also von daher. Ist halt verdammt eng in der Hütte hier. Nächster. Wie gesagt, looten können wir den ganzen Haufen nachher später. Rennen wir durch, nicht, dass hier oben einer ist. Naja, das wird... Was ist eine Lootkiste? Ja, die nehmen wir schon mal mit, da haben wir wenigstens die. Achso, die Vorräte müssen wir auch noch suchen. Jetzt haben wir hier verbesserte Fertigkeit, Erntewerkzeuge und hier schmucken wertvolle Edelstände. Wie passend, dass wir ausgerechnet das Buch hier finden. So, das kann weg, das wird gescrapped. Knochen finden wir, das können wir zerlegen. Ja, den finden wir auch. Kohle finden wir und Federn haben wir noch genug zu Hause. Ja. Das zeigt nach unten. Ich glaube, wir müssen noch in den Keller. Wir müssen noch in den Keller runter. Bei einem Haufen Essen hier. Ja, wir haben Wutterknochen in der Tasche. So, das weg. Lass doch den Kack liegen. Das kannst du mitnehmen. Was haben wir zuhauf? Irgendwas Tolles, was Leckeres. Schmeiß weg den Mist. Alles Zeug, was wir potenziell zu Hause finden. Noch einen anderen Weg? Ja, da lang. Das habe ich doch die Maiskolben. Wie gesagt, alles, hau weg den Quatsch. Schaffst du nicht zu ernten? So. Okay, nochmal geweckt. Warum kommen denn heute keine Grünen? Mich so dran gewöhnt. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ganz dringend vermisse.
Aber wenn du dich darauf einstellst, dass die kommen könnten, und dann kommen die nicht, dann ist. So, dann trink hier nochmal einen Schluck. So. So viel Essen haben wir noch nie gefunden. Schon der Kartoffel. Geh weg. Was brauche ich noch für die Beete? Ich brauche ganz viele Beete. Zack, weg. Doch gleich von hier oben runter, oder? Und zu legen. Metallschrott. Ich finde das sehr merkwürdig. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass die Häuser irgendwie. Hier brennt's Licht, also wo soll es denn jetzt hier lang gehen? Aus der Wand kommt auch kein. Hier? Ah ja. Okay. Liegt in die Tür drin ist. Bauen wir mal eine ein. Naja, wenn die Loot-Taste so schnell ist. Wartet mal. Reparieren. Reparieren. Da, Steine wieder raus. Öffnen. Verschlossen, verschlossen. Die Vorsorge, damit wir nicht hängen bleiben. Oh Gott. Dann kommt doch die Meute bestimmt jetzt im Ganzen. Ich muss was trinken. Ich krieg einen trockenen Hals. Sind nur vorsichtshalber. Toll. Das raus, das raus. Das raus. Blei muss ich sowieso hacken. Naja. Achso. Ich hatte ja gehofft, dass ich ein paar Verbände finde oder irgendwas. Wir mal kochen. Fischtaco ist freigeschaltet. Fischers Haus. An was soll mich das jetzt erinnern? Also die Spitzhacke mit. War das nicht die komische Sekte? War das nicht das komische Sektenhaus? Okay.
Wegen. Compound Armbrust. Gut, da will ich schon eine Armbrust. Also ich nicht. Obwohl die verdammt viel Damage macht für so wenig Material. Ja, das war das. Na komm. Solange das nur einer ist. So, jetzt wird's wieder wild. Komm, das essen wir. Das fliegt raus. Rezepte, Verband. Gut. Scrappen, Steine raus. Wisst ihr was? Ich nehme es einfach so eine Pille und pfeife mir das schmutzige Wasser rein. Überall die Samen. So, irgendwo da hinten. Gott. Mal ein bisschen mitdenken. Hier hoch und dann hab ich schon den Weg vergessen. Messer hin. Ich habe mein Messer verschmissen. So. Den hatte ich natürlich jetzt nicht im Verdacht gehabt. Man sammelt hier so viel Mist ein. Bogenteile brauchen wir. Ja, die Pilze können raus. Rad kann raus. Das Amber. Farbe, wenn wir so brauchen. Holen wir uns Thunfisch, essen wir. Ich weiß, ich könnte ein Thunfisch-Sandwich draus bauen, aber das ist momentan nicht so wichtig. Wirken die Pillen noch? Ja. Einmal Säure. Für was braucht man die Säure? Für irgendwas Wichtiges, ne? So. Hau doch mal den ganzen Mist raus. Hebst es noch tausendmal auf. Was raus. Zack. Oh ja. Das war das Sektenhaus. So. Leder finden wir. Termine wirken noch. Kaffee hinterher als Dings der Ausdauer. Ne, man spritzt raus. Ist gar nicht. Explodieren die Fässer auch? Stein. Wenn da kein Sprit drin ist. Hier rum, da durch, da hoch.
natürlich wieder keine Tür. Ja, das Dumme ist, ich habe die Verbände nicht mit. Das ist doch besser, man ist ein bisschen vorsichtiger. Das war's. Dann noch ein Säckchen. Gut, kann alles gar nicht mitnehmen. Passt mal auf. Ich pack mal ein paar Dinge hier rein, die nicht ganz so tragisch sind, die man. Und dann holen wir uns den Rest mal noch. Dietrich, lassen wir mal, falls ein Tresor da ist. Ja. Dann kann ich ja das Zeug ja nachträglich noch holen. Ja. Ja. Ich finde, das haben wir geguckt. Ist ja irgendwie gut gegangen, oder? Nee, mal das hier. Ist dann noch lange nicht, dass wir durch sind. Es könnte ja auch noch was kommen. Keule in der Hand. Schade, kriege ich kein Messing von. Ja. Dann kann ich alles haben. Früher konnte man früher nicht die Särge aufmachen. War doch klar, dass wir noch nicht durch sind, oder? Wäre doch zu einfach. Wo kann man denn zuerst rein? Du hier. Ja. Durch da drüben raus. Der Endloot. Ist, wohin geht es dann hier und was passiert hier?
hier kommt dann raus. Okay, gut, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es doch geschafft. Vorräte suchen. Wir gucken mal rein, damit wir wissen, was wir kriegen. So. Puh. Jetzt habe ich ein bisschen geschwitzt. Vor Anspannung. Herzen können raus. Das brauchen wir auch nicht. Darm brauchen wir nicht. So, na gut, dann gucken wir mal rein. So. Munition, Munitionsvorbereitung. Nimm doch mal das andere. So, haben wir nochmal elektrische Fähigkeiten. Technikfreak kennen wir. Fallen. Naja. Kann ich mich langsam totschmeißen damit. Makelpistole, Quali 5. Pff, ja. Machen wir so. Brauchen wir die? Wir haben ja eine. So, nochmal. Naja. So. Mal sehen. Zwei Dietriche habe ich. Na los, komm. Bitte. Ich möchte die nicht aufschlagen müssen. Jawohl. So, was haben wir hier? Handfeuerwaffen. Ein bisschen Silber. Holzfällerstiefel, Fünfer. Wollte ich nicht welche machen? Ja, das können wir noch gebrauchen von der Chemiebank. Ich würde sagen, überschaubar. Gut, ihr habt es gesehen. Wir können mal gucken, ob wir mal die Nase rausstrecken können. Ich würde den Rest dann noch einsammeln, wie gewohnt. Ich habe nicht meine Schaufel einstecken. Da wächst genau der Baum drüber. Ist sonst immer die blöde Schaufel in der Hand? Nippel. Okay. Gut. Ja. Es ist vollbracht. Der Tag ist noch nicht ganz um. Aber es ist geschafft. Nicht drinnen bleiben. Ach so, die Vorräte noch. Seht ihr? Ja, ich komme ja schon. Da. Wo könnten die sein? Etage höher. Hier irgendwo. 19 Meter. Die Richtung. Ja, ich bin wieder losgerannt ohne die Vorräte. 5,40 Meter. 2 Meter auf der Rückseite. Ach, da oben. Naja. Gut. Ja, ihr könnt euch wieder beruhigen. Ich hab sie gefunden. So. Aber jetzt mache ich wirklich leer. Ich nehme das Zeug mit. Und wir sehen uns dann beim Händler wieder. Ich beeil mich. Bis gleich. Oh ja, jetzt hat der Depp doch den glatten Tresor vergessen. Nein, hat er nicht. Hat nur eine Weile gedauert, ehe ich ihn wiedergefunden habe. Es war nur diese Wahrnehmungsmod drin. Ich habe dran gedacht. So. Messbecher 110, Granaten 165. Ja, ich kann es erstmal gar nicht tragen. Pass mal auf. Du kriegst erstmal das. Die Pistole kannst du auch kriegen. Das kannst du kriegen. Das kannst du bekommen. Das. Auch das Silber. Ich weiß, ich könnte und überhaupt und so oder so. Jedes Mal so eine Correga-Tabs nehmen. So ein Zuckerdings da. Aber wir werden noch genug Geld zusammen kriegen. So, und das weg. Thank you, Verum. You've been busier than a cat on a hot tin roof. Good job. Die mit? Ja, können wir ja mal probieren.
butter my transmission. Was Wichtiges hat's ja nicht gehabt. Zumindest nichts aus meiner Sicht, was ich jetzt dringend haben müsste. Ja, was für unseren Spaß? Nee. Honig haben wir noch. Man kann ja mal gucken. Nee. Well, that's messed up like a kite in a hailstorm. Ja, du hast irgendwelche Aufgaben. Strom zu wiederherstellen, nur nachts. Stufe 4. Wollen wir es uns mal angehen? I've got work in Dukes, if you've got ambition. Okay. You're as brave as a bigamist. Good luck. Cool, na dann, wir haben die nächste Nachtaufgabe. Heißt allerdings, ich muss nach Hause. Mich fertig machen, Taschen auspacken, flott machen und hinfahren. Ab um 10 können wir da, glaube ich, rein. Dann machen wir die nächste als Nachtmission. So einfach. Der Schwierigkeitsgrad muss ja mal steigen. Also dann, ich danke fürs Zuschauen, für euer Interesse. Like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet morgen wieder ein oder nachher wieder ein. Hängt davon ab, wie und wann ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Folgen guckt. Und dann geht's in die Nachtmission. In diesem Sinne, Tschüssikowski und... Bye-bye.